Ich habe Stoffe für dich gewebt. Oh, danke schön. Aber eigentlich wollte ich dich wegen der Quallen ansprechen. Die Quallen sind wieder hier. Denk daran. Du musst sie einfach nur treffen, damit das Licht aus ihnen herauskommt. Es wird dir nicht wehtun und ich werde mich mulmig fühlen. Ich weiß, dass sie zurückkehren werden, aber immerhin gewinne ich so etwas Zeit. Was hältst du davon? Max, der Architekt des Grauens. Sie werden direkt auf uns zukommen. Ja, naja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Es ist ja jetzt gerade wirklich nur für die Praktischheit. Und das war eh der kleine Schwarm hier. Da hätte ich mir gar nicht so viel Mühe geben müssen. Mit der Konstellation, weil die hier eh alle niedrig fliegen. Komm her, du! Ah! Es ist immer so krass, wie bedrohlich das klingt, wenn wir hier in diesen Quallenschwärmen unterwegs sind. Und das war's schon? Nur zweimal grün? Praktischheit? Ja, Praktischheit. Also wenn ich eine Sache gerne mache, dann neue sinnlose Worte erfinden. Das ist doch das Schöne an der deutschen Sprache. Du kannst so einen Quatsch sagen und es funktioniert trotzdem. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist ja... So, ich sage Praktischheit. Jeder weiß, dass es falsch ist. Und trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Sind diesmal richtig viele? Kann das sein? Das ist genauso wie falsche Zeitformen. Ich liebe falsche Zeitformen. Es tut mir leid, Leute. Ich bin so abgeschwuft. Ui, hallo, oh. Ui. Abgeschwoffen finde ich auch immer gut. Das war nice. Okay. Das war eine dicke Ausbeute, glaube ich. Super. So, das heißt, das können wir auch als nächstes machen. Aber was segel ich denn als nächstes an? Eigentlich... Könnten wir hier nochmal so ein bisschen auf Inselerkundung gehen, die ganzen neuen Inseln abklappern. Wir fahren mal hier hin. So, und jetzt kann ich mich nämlich erstmal darum kümmern, noch ein paar Sachen zu verbessern. Nämlich die Kombüse. Ja, mega. So, habe ich noch irgendwas zum Aufbessern? Ich glaube nicht. Ich denke, das sollte es gewesen sein erstmal. Ja, da fehlen uns überall noch die Baupläne. Kann ich generell was Neues noch bauen? Ach ja, genau, wir wollten ja die... Das Ding hier bauen. Diesen Koloss. So. Und jetzt strukturieren wir das Ganze ein bisschen um. So, ich würde mal sagen, die ganzen Arbeitsbereiche mache ich nach unten. Dass wir das alles ein bisschen voneinander trennen können. Sekunde. Vor allem, dann kann man nämlich die Wohngebiete nach oben legen. Und dann ist es nicht so laut. So, die machen wir mal nach ganz unten. Ach, geht noch nicht. Warum ist das so blau? Ach so, dann tausche ich die gegeneinander. Ah, okay, verstehe. Das hier hin. Und dann können wir das da drüber setzen. Und die Kombüse setzen wir hier einfach wieder rein. Das fand ich eigentlich ganz passig. So. So, und sie will ich eigentlich... Ja, wobei, das ist eigentlich Quatsch, die setzt man nicht dahin. So, Moment. Ich mache erstmal ganz kurz. Ich hole erstmal ganz kurz den Schatz ab. Und dann bauen wir weiter.
Hier, dicke Ausbeute. Kaffeebohnen, Flachssamen, sehr schön. Was ist das denn? Kalkstein? Oh, es sah so golden aus in dem Licht. Und nochmal Kalkstein, sehr wahrscheinlich. Ja. Was kann ich denn jetzt in der Gießerei eigentlich machen? Kohle. Warst du unartig? Ein sehr nützliches Mineral, mit dem du die Gießerei heizen kannst. Mit dem Zerkleinerer kannst du Kohlepulver daraus herstellen. Ach, das ist der Zerkleinerer. Mit B entfernen. Was passiert. Ah. Ich muss es in diesem Temperaturbereich halten. Ah, verstehe. Okay. Es darf nicht zu heiß werden, dann verbrennt es. Es darf nicht zu kalt werden, weil sonst wird mein Thermometer nicht voll. So, und ich glaube jetzt... Yes. Hallo. Und da haben wir einen Kupferbarren bekommen. Nice. Gut, okay. Das ist nicht so kompliziert. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber erstmal ist das Haus dran. Oh, und die Pflanzen auch gleich. Alles wird hier vernachlässigt. Ah, Junge, Junge, Junge. Gut. So, wenn das hier der Arbeitsbereich ist, dann würde ich tatsächlich die Felder und so auch relativ weit am Boden setzen. Warte mal. Nee, so nicht. Das Gästehaus setze ich mal hier runter. Ist jetzt von mir alles, also ich versuche das alles im Moment noch so ein bisschen auf praktisch zu bauen. Ich glaube, mit der Zeit kann man das dann ein bisschen auf hübsch gestalten. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit noch sehr viele neue Mitbewohner bekommen, versuche ich das im Moment ein bisschen so zu bauen, dass es eher praktisch ist. Na, wobei. Ha, Moment mal. Wie könnte ich das machen? Sie mag ja den Garten. Ich würde es eigentlich gerne so bauen, dass Summer so direkt am Garten wohnt. So und so. Und dann können wir den da nämlich daneben setzen. Dann legen wir das Gästehaus ein Stück höher. Einfach für die Optik. Warum wird das eigentlich jetzt so dargestellt und nicht anders? Ach, wegen dem Balken hier. Ah, schwer. Und dann kann Gwen eins drüber. Könnten eigentlich... Genau, wird gerade... Achso, so kommt jetzt keine Leiter dahin. So kommt eine Leiter dahin. Okay. Ah, wir setzen Gwen einfach drüber. Und ihre Webstube. Ah, warte mal, wir haben ja noch die Webstube. Stimmt. Ich glaube, die setze ich trotzdem daneben. Das ist, nehmen wir jetzt halt erstmal so. Ich könnte das Gästehaus theoretisch auch hier reinsetzen. Ja, naja, ist jetzt nicht wunderschön, aber erfüllt seinen Zweck. So. Praktisch wäre es jetzt noch, wenn ich von den einen Garten in den anderen gehen könnte. Und nicht jedes Mal hin und her laufen müsste. Gut.
mal in den Webstuhl. Ich habe gar nicht so viel im Moment. Ha, ich muss wirklich echt noch mehr... So, das ist ja... Nee, stopp. Kein Stoff herstellen. Nee. Ich habe gerade gedacht, ich stelle jetzt Leinen her, aber ich stelle gar nicht Leinen her. Max. Achso, kann ich ja eh nicht. Oh, wartet mal, aber ich kann doch Fäden bestimmt kaufen. Zumindest manchmal. Bei manchem Händler. Hast du auch Leinenstoff hergestellt? Ja, aber ich brauche keinen Stoff, sondern ich brauche die Fäden. Das heißt, ich habe gerade im Prinzip das, was ich eigentlich brauche, verschwendet für eine Sache, die ich nicht brauche. Deswegen meinte ich gerade, oh nee, ich muss was anderes machen. Okay, wo bin ich denn? Hier. Auf zur Bushaltestelle. Alle aufstehen. Sieht gut aus. Das hast du aber schnell erledigt, Keimling. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Eine gute Kombüse ist eine gute Investition. Du wirst schon sehen. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Ha, und mein Magen wird es auch nicht bereuen. Danke. So, was können wir jetzt in der aufgewerteten Kombüse herstellen? Wir können endlich Sachen kombinieren. Ja, wie nice. Nice. Warum kann ich Holz verarbeiten? Siegespäne? Kann ich aber nicht mit den anderen Sachen kombinieren. Okay. So, was könnten wir denn Cooles probieren? Zu kombinieren. Mais? Und? Fisch. Klingt irgendwie super eklig. Egal, wir kochen das mal. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, wir haben zwei Quests. Warum angelst du denn nicht mehr? Das wirkt so schön beruhigend. Du wirfst einfach die Leine aus und wartest. Das ist so entspannt. Aber dann wird es zum Kampf deines Lebens. Du steckst dein ganzes Herzblut hinein. Was ist daran nicht faszinierend? Ich weiß doch, ich angel doch auch hin und wieder. Onkelchen, entspann dich doch mal. Das ist immer so ein weiter Weg zu gewinnen. Ich wollte noch über etwas anderes mit dir reden. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür, dass ich in dieser wundervollen Kajüte wohnen darf. Aber ich muss schon sagen, dass sie sich etwas leer anfühlt. Du kennst mich ja. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit sinnlosem, kitschigen Tand umgeben. Aber aus einem Haus, wie diesem könnten wir etwas ganz Besonderes machen. Etwas Einzigartiges. Stilvoll und gemütlich. Was meinst du? Es könnte helfen, das Haus etwas aufzuwerten. Sagenhaft. Ich überlasse es dir. Keine Eile. Innere Schönheit. Ach, wir können jetzt auch noch in den Gebäuden was aufwerten. Okay. Die Bauaufsicht ist schwer empört vom Aufbau. Mein Magen knurrt. Wie ich sehe, hast du neue Geräte in deiner Kombüse. Damit kannst du eine ganze Armee verpflegen. Ich brauche einen kleinen Muntermacher. Etwas, das Energie für ein paar Stunden liefert. Vielleicht Schweinekoteletts? Wenn ich meine Küche hätte, meine Gewürze von zu Hause und den Markt, könnte ich etwas zaubern. Ich weiß einfach nicht, was sich hier machen lässt. Du wirst wohl improvisieren müssen. Darum geht es beim Kochen letztendlich. Lügen, die dich danach nicht verfolgen. Die weise Worte deiner Urgroßmutter. Sie war eine echte Dame. Neues Rezept gelernt. Schweinekoteletts. Okay. Oh, der Lauch ist fertig, oder? Ja. Nice. Daraus können wir auch wieder was Neues zaubern. Ich liebe dieses Geräusch. Es ist so super.
kriegen halt jedes Mal nur 3 Flachs daraus. Das ist echt... Ah, ich muss das wirklich noch ein bisschen intensiver betreiben. Aber ich könnte ja theoretisch sogar noch ein zweites Feld bauen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir da die Produktion ein bisschen vorantreiben. So, Mr. Robbe. Ich möchte gerne hier hin. Alex. Danke sehr. Gut. So, dann steuern wir mal diese Insel an hier. Die ist halt direkt um die Ecke. Das passt ganz gut. Und ich schau mal, ob ich einen weiteren Garten bauen kann. Ein Feld? Ah, Feld ist ja auch das, was ich brauche. Brauchen wir noch eins? Ich meine, jetzt haben wir wirklich mehr als genug Platz. Und wir machen das einfach mal. Ich könnte noch eine Kombüse bauen, okay. Gut, das ist, glaube ich, Quatsch. Aber nochmal so ein zweites Feld? Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Iwashima Hinterland entdeckt. Es scheint sich ein bisschen zuzuziehen draußen. Habe ich das nicht gerade gegossen? Nee, scheinbar nicht. So, aber Stand jetzt, muss ich sagen, hält sich das Spiel eigentlich noch sehr ruhig mit seiner Emotionalität. Ich vermute mal, das wird alles noch kommen, so mit der Zeit. Bisher fühlt es sich eigentlich eher so an wie ein sehr anders aufgezogenes Farming-Spiel. Mit so ein bisschen Social-Elementen. Ich bin mal gespannt, wo sich das noch so hinentwickelt. So, jetzt... machen wir ich da eigentlich einmal Kohle oder wie mache ich das denn? Wahrscheinlich reicht einmal Kohle für einmal diesen Prozess. Wenn ich diese Prozesse quasi mehrfach machen will, muss ich dann mehr Kohle reinpacken. Irgendwie so. Oder ich brauche mehr Kohle, damit es heißer wird. Irgendwie so vielleicht. Barren. So. Weiß ich noch gar nicht, was ich mit denen anstellen kann. Aber Hauptsache, wir haben schon mal welche. Jetzt schaue ich mir erstmal diese Insel an. Ich mag übrigens diesen so leicht asiatischen Touch, den die Inseln hier in dem Gebiet haben. Dass das alles so ein bisschen asiatisch anmutet. Huch, wie komme ich denn da hin? Brauche ich bestimmt einen Supersprung. Hm. Hätte ja klappen können. Vielleicht gibt es später auch sowas wie ein Dash oder so. Mal gucken. Na, wer seid ihr denn? Ich möchte nie aufhören, von hohen Gebäuden zu spucken. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mal jemanden direkt auf den Kopf treffen könnte. Anscheinend geht mir nie die Spucke aus. Diese kleine Brücke hier ist nicht so sehr hoch. Und da unten schwimmt nie jemand. Das Spucken ist aber trotzdem ziemlich erfüllend. Ich bin voll ausgerüstet. Ich habe meinen Mund und meine Wasserflasche. Ich bin bereit und habe genügend Willenskraft, das noch jahrelang zu machen. Interessantes Hobby, apropos Wasserflasche. Ich trinke mal einen Schluck, wenn es okay ist.
Oh, einmal strecken, ey. Ich habe hier noch das Buch von gestern. Gut. So. Ich gehe noch ein paar Bäume fällen. Oh, den kann ich auch fällen. Sehr gut. Wow, Bären! Ah, ich mag Atul. Er ist super. Er freut sich über so ganz kleine Dinge. Ist eigentlich sehr schön, wenn man so leicht zu begeistern ist. Kann natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber es ist eigentlich schön, wenn man ein begeisterungsfreudiger Mensch ist. Viele Menschen haben das ja gar nicht. Denen fällt es ja richtig schwer, sich von Dingen begeistern zu lassen. Das finde ich immer sehr schade. Aber ich meine, also bei mir merkt man es ja auch. Also ich bin auch jemand, der sich gerne mal schnell begeistern lässt. Ich finde aber, die Spiele, die wir in letzter Zeit so spielen, sind auch alle sehr dazu prädestiniert, einen zu begeistern. Auf ihre ganz eigene Art. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Okay. So, das finden wir bestimmt noch raus, wie das hier geht. Huch! Was ist das für ein Vogel? Gehört der da drauf? Das ist Teil von der... von der Säule da. Ich dachte, das ist irgendeine Figur. Also, ich dachte nicht, dass es eine Figur ist, meine ich, sondern... Ich dachte, dass es ein richtiger Vogel ist. Gut. Ein bisschen Rohstoffe gesammelt, das ist okay. Dann schaue ich direkt mal, wo wir als nächstes hinfahren. Hier sind einfach nur Schätze zu finden. Was ist eigentlich das Ausrufezeichen? Ach so, das sind die Inseln, die ich noch nicht anschwimmen kann. Die mir aber trotzdem schon mal angezeigt werden. Super. wir könnten hier so ein bisschen ums Eck schippern. Ach so, warte mal. Wie war das noch mit den Routenplan? So? Nee, halt, stopp. Halt, stopp. Stopp, 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 stopp. Y war das. Erst so, dann so und dann so. Das hat mir beim letzten Mal irgendwie nicht so gut gefallen. Wir müssen jetzt echt nochmal gucken, woran das lag. Eigentlich hält er doch immer an. So. Na, kann ich immer noch nicht aufwerten. Schade. Na gut. Das Essen ist fertig. Was kriegen wir da jetzt raus? Jetzt bin ich neugierig. Fischcurry? Oh mein Gott, wie geil. Mega. Das wird bestimmt auch Fischcurry. Unter Wasser gehen. Eisen. Oh, das ist sehr gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Achso, ich soll mal wieder ein bisschen angeln, hat ja Tool gemeint. Unser geschätzter Onkel. Seht ihr, ich habe die ganzen Flaschen nicht aufgemacht, die wir so geangelt haben, die letzten Male.
Sieht er jetzt, wo ich gerade so dran denken muss? Er hat ja sich Schweinekoteletts gewünscht. Kann ich mir hier später auch noch Tiere halten auf dem... Oder kann ich die Schweinekoteletts kaufen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier unsere... Also Stardew Valley habe ich ja auch diesen Spruch gebracht, so von wegen, wir können ja dann unsere Tiere schlachten. Ich glaube nicht, dass das Spiel das hier auch macht. Komisch, da sind die Spiele dann immer nicht bereit bezüglich des Realismus. Okay, das ist gemein, Entschuldigung. Was war das denn? Eine Keramikschüssel? Okay. Wie habe ich die denn aus dem Wasser gefischt? Es ist zu dunkel zum Navigieren. Okay. Aber den Schatz hole ich mir noch. Ah, er ist noch nicht da. Ah, doch. Siehst du, Apfel? Kann ich später bestimmt noch was Größeres bauen, wo ich dann Bäume in meinen Gärten pflanzen kann. Guti, gut, gut. Oh, ich muss die Pflanzen gießen. Und morgen kann ich auch mal, denke ich, mal ein bisschen Fäden herstellen. Aufstehen! Das wird sich, glaube ich, alles noch zeigen, wie tief das hier so geht. Also wie umfangreich das wird, meine ich noch. Oh, das Essen ist auch fertig. Mega. So, dann ein bisschen Flachs pflanzen und direkt gießen nicht vergessen. So, und wenn ich später tatsächlich Platzprobleme bekommen sollte, kann ich die ja auch... wieder abreißen, die Gebäude, habe ich gesehen. Von daher ist das eigentlich überhaupt kein Problem, wenn ich mir jetzt hier ein bisschen das rausnehme, alles ein bisschen zu nutzen, mein ganzes Gebiet, meine ich. Mein ganzes, den ganzen vielen Platz, den ich gerade habe. Huch! Warum ist es plötzlich Nacht? Ach, weil wir in so einem Nebelgebiet sind. Deswegen. Bischk! Biskü? Biskö? Bisk? Bischk? Okay, was auch immer es ist, es klingt lecker. Ich frage mich, warum ich die Hölzer verarbeiten kann. Und vor allem, mit was soll ich das kombinieren? Es ist super strange. Ganz seltsam. Naja, gut. Wir könnten eigentlich mal wieder ein bisschen einfach nur Kaffee machen. Fällt mir dabei gerade so ein. Ich habe Bretter. Hoseki Steinbruch. Warum ist deine Laune so schlecht? Oh, weil er Hunger hat. Ja, mein Lieber. Dann kriegst du jetzt ein gutes Fischcurry. Geben? Ihm kann ich auch Sachen geben. Ich bin mit dieser... Das irritiert mich immer noch. Ach so, weil er das Schweinekotelett will. Deswegen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich denen einfach Geschenke mache, sondern es hat immer mit deren Quests zu tun.
erstmal ein bisschen Kaffee. Kaffee! Wo sind denn alle anderen eigentlich? Die besuchen sich da oben alle gegenseitig. Guten Morgen, Honigbienchen. So, meine Liebe, du kriegst jetzt auch etwas für den Gaumen. Wie wär's denn mit gebratenes Obst? Gebackenes Obst, meine ich natürlich. So, und dann gebe ich ihr jetzt trotzdem mal diesen, auch wenn es mir eigentlich in der Seele wehtut, aber ich glaube, ich gebe ihr jetzt den Opal. Oh, ein Opal. Ein glühender Stein der Lebenskraft und der Liebe. Der Stein der Verführung, der mit brennendem Verlangen schwingt und Hemmungen aufhebt. Er stabilisiert aber auch Gefühle. In anderen Zusammenhängen stärken Opale auch Treue und Ergebenheit. Okay. So, da fehlt nur noch... Habe ich schon. Dann fehlt nur noch einer. Dann haben wir ihre Quest auf jeden Fall erstmal erfüllt. Wie schön Gwen lacht. Voll cute. So, meine Liebe. Oh, Monique. Hallöchen. Lange nicht gelesen. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke für dein Prime-Abo. Na, wie geht es dir? Erstmal Gwen umarmen jetzt. So, was kann ich dir denn Gutes tun? Kaffee hattest du, glaube ich, erst. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ah, okay, perfekt. Wundervoll. Sieh an, Monique lebt ja auch noch. Ja, ich sehe sie immer ganz viel im Discord. Ganz viel am Suchten. Aber ich spiele halt kein Stardew Valley. Das ist halt nicht so spannend dann. Ah, sehr gut. Daraus kann ich jetzt... das würde ich gerne rausnehmen. Und hier sehen wir es jetzt nämlich. Genau, ich muss nämlich Leinenfäden herstellen. Und am besten so effektiv wie möglich. Also immer schön auf dem goldenen Leuchten. Weil dann kriegt man nämlich schön viel daraus. Kurz konzentrieren. Ah, das war's schon. 27 Stück. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Damit können wir doch jetzt wieder irgendwas machen. Moment. Konnte ich nicht irgendwas aufwerten oder konnte ich irgendwas bauen? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, wir konnten irgendwas aufwerten. Ah, nee, wir müssen zu Albert. Bitte, bitte und gut soweit. War letzte Zeit wieder krank gewesen und ein bisschen krank gewesen. Ja, dann hoffe ich, dass es dir jetzt wieder besser geht. Ansonsten natürlich gute Besserung. Ich hatte nicht so wirklich Lust auf Twitch gehabt. Ja, so Phasen hat man ja auch mal. Ich kenne das ja. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich dann trotzdem immer, wenn die Leute wieder auftauchen. Aber wie ich immer sage, das Ganze hier ist ja keine Pflichtveranstaltung. So, wer kommen möchte, der kommt, haut rein, hört zu. Und wer nicht möchte, der möchte halt nicht. Und das ist auch kein Problem. Ach, ich kann Glasflaschen zu Glas einschmelzen. Ach so. Okay. Ja, aber es freut mich trotzdem, dass du mal wieder reinschaust. Wir haben ein bisschen wenig Kohle, die will ich jetzt im Moment nicht verschwenden, deswegen mache ich jetzt mal nichts in der Art. So, ich müsste eigentlich zu Albert, um das Boot weiter aufzuwerten. Aber ich schaue mich jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. Ich bin ja auch immer noch nicht dahinter gekommen, wie wir mit diesen, wie wir diese Asseln kriegen. Karashima Leuchtturm, Teesamen, Kopfsalatsamen, Kirschsamen, Opal und Flachssamen kann ich da kaufen. Oh, nice. Dann auf jeden Fall dahin. Let's go.
Sind die fertig? Die sehen so fertig aus. Ah, cool. Fällt sogar um beim Ernten. Ah. Ach ja, das Game ist schon cute. So, wir machen erstmal noch den Kohl fertig. Wie geht es euch denn so? Mir geht es sehr gut. Ich kann mich in vielerlei Hinsicht nicht beschweren. Außer, dass es im Moment... finanziell läuft es im Moment nicht so gut. Hat aber auch ein bisschen was mit meiner neuen Arbeit zu tun. aber das ist nicht so wild. Übersteht man auch alles. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Achso, Monique, du weißt es ja noch gar nicht. Wisst ihr, ich werde Vater zum Ende des Jahres. Und das bringt natürlich einige Veränderungen mit sich. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt deswegen. Aber ja, also von der Warte her, mir geht's sehr gut. Was? Ja. So, der Hikarashi. Nee, Hikarashima-Leuchtturm. Die Namen werden auch immer länger. Hier ist wieder ein Händler. Ach so, stimmt, habe ich ja gelesen. Na, immerhin geht's dir auch gut. Ja, definitiv. Wie gesagt, kann mich nicht beschweren. Es ist eigentlich alles bestens. Ah, hier kann ich Schweinefleisch kaufen. Oh. Aber nur eins. Kirschsamen. Kannst du in einem Obstgarten anpflanzen. Ah, okay. E-Samen, Kopfsalatsamen. Ich würde gerade gar nichts davon kaufen wollen, tatsächlich. Ich finde eigentlich mehr als genug im Moment. Ich irgendwas verkaufen vielleicht? Brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Im Moment, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden so mit den Sachen, die ich finde und bekomme. So richtig viel kaufen muss ich eigentlich gar nicht. Hallo, wer bist du denn? Ich genieße hier gern die Sonne. Es ist friedlich. Hin und wieder aber auch nicht. Vor allem, wenn Leute gerne auf diesen Sonnenschirm herumhüpfen. Sie springen hoch und runter, hoch und runter. Sie lieben es, davon abzuprallen. Da könnte ich aus der Haut fahren. Ich kann mich wohl nur darüber beschweren. Abprallen? Moment mal. Aha, okay. Kann ich da noch ein bisschen höher? Okay, das scheint das Höchste zu sein. Aber das war das, was ich vorhin nicht hinbekommen habe auf der anderen Insel. Hör auf! Was machst du da? Du ruinierst diesen äußerst angenehmen Tag. Hör sofort auf, abzuprallen. Du kannst nicht einfach hier herumkommen und wie ein hyperaktives Kleinkind von Gegenständen abprallen. Du stresst mich total. Beruhig dich doch mal. Ich habe einen kostenlosen Rat für dich. Du wirst es nie dort hoch schaffen. Ich habe schon Leute mit kräftigeren Beinen scheitern sehen. Na schön. Wenn du es wirklich willst, brauchst du zwei Dinge. Zuerst mal eine gute Einstellung. Das bezieht sich aufs Leben im Allgemeinen. Die richtige Einstellung ist alles. Und dann musst du dir vorstellen, höher abzuprallen. Oder, ich weiß auch nicht, vielleicht solltest du eine neue Fertigkeit erlernen. Du wirst es schon herausfinden. Eines Tages wirst du lernen, wie man ordentlich abprallt. Ich weiß einfach, dass du eine Kombination aus Dingen brauchst, um dort hochzukommen. Eine ruhige und coole Einstellung, höhere Beinkraft. Hör jetzt auf damit. Ich bin nur eine simple Person, die es nicht mag, wenn Leute auf ihrem Sonnenschirm herumhüpfen. Okay, also uns fehlt eine weitere Fähigkeit. Warum könnte ich mich da nicht festhalten?
Warte. Wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen schwerer machen. Nee, okay. Jetzt kann ich immerhin die gewünschten Schweinekoteletts herstellen für den Onkel. Das ist doch schon mal was. Mache ich das jetzt noch? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt noch. Ist zwar gleich Schlafenszeit, aber das macht ja nichts. Wochen. Ach so, warte mal, ich muss natürlich ins Rezept schauen. Ach, liebe Zeit, wie viele Rezepte gibt es denn? Oh, meine Güte. Okay, einfach nur Schweinefleisch braten. Okay. Nee, nein. Raus. So. Kochen. Boah, Schweinekotelett. Ich will auch. Also ich muss gestehen, ich war als Kind immer nicht so ein Fan von Kotelett. Das war irgendwie immer nicht so mein Ding. Aber wenn das natürlich schön hochwertig hergestellt ist und gut zubereitet. Aber tatsächlich esse ich relativ wenig Schwein aktuell. Weil Schwein leider wirklich nicht so gut ist. So, das war's schon. Es geht aber eigentlich auch recht fix mit der Schmiede hier. Ein schönes paniertes Kotelett, einfach lecker. Ist das dann nicht eher ein Schnitzel und nicht ein Kotelett, wenn es paniert ist? Oder? Ich denke. Schnitzel ist doch ohne Knochen. Ach. Ach so, okay, das wusste ich nicht, dass das der Unterschied ist. Ach, Schnitzel ist ohne Knochen und Kotelett ist mit Knochen. Ah, okay. Und das kann man aber trotzdem panieren dann, ja? Wieso, da kenne ich mich nicht so aus. Wieder was gelernt. Warte mal ganz kurz. Ich mach gerade Stil. Na? Okay, die Cam will sich gerade nicht verstellen lassen. Weil ich gerade so niedrig sitze. Das sieht ja aus, wie als würde ich hier rumlümmeln. So ist besser. Ich bitte dich. So, wieder rein. Huch, jetzt habe ich die Maus hier. Super, weg damit. Was ist denn viel und wenig Fleischverzehr? Naja, es gibt ja Leute, die essen wirklich tagtäglich zu jeder Mahlzeit in irgendeiner Form Fleisch. Sei es Wurst zum Frühstück, Fleisch zum Mittag, Fleisch zum Abendessen. Ich esse vielleicht so zweimal die Woche Fleisch, 2 bis 3 Mal. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was es gerade so gibt. Manchmal esse ich auch eine Woche lang gar keins. Ich muss sagen, gerade so Schnitzel und Koteletts waren immer nie so mein Ding. Deswegen kenne ich mich dann nur so mäßig aus in der Zubereitung. Und ich wusste halt, ich kenne den Unterschied halt einfach nicht. Was ist das? Leere Muschelschale. Kann ich damit nicht irgendwas machen? Okay. So, mein Lieber, guck mal hier. Was? Schweinekoteletts? Junge, Junge, Junge. Ich bin so aufgeregt. Die sehen so verdammt lecker aus. Und sie sind es auch. Keimling, du bist ein Wunder. Wusstest du das? Oh, das ist einfach nur so gut. Ah, jetzt fühle ich mich nur etwas schuldig. Und es tut mir leid, dass ich dich auf so viele kulinarische Botengänge schicke.
Wir nennen den Frosch ab jetzt nicht mehr Atul, wir nennen ihn Todag. Wir jeden Tag, wenig einmal im Jahr. Nee, so ja auch nicht. Wir sind zu dritt und kaufen pro Woche so circa 1,5 Kilo Fleischwurst. Also Fleisch-Wurst, würde ich so schätzen. Also würde ich jetzt schon als moderat bezeichnen. Gibt ja wirklich Leute, die da extrem viel in der Hinsicht konsumieren. Da gibt es mal noch die Bratwurst zwischendurch, so wenn man gerade über den Markt schlawinert oder so. Also von daher. Aber wie gesagt, ich verurteile da niemanden für. Leute müssen selber wissen, wie sie sich ernähren. Und ich zwinge da niemanden in irgendeiner Weise eine Einstellung auf. So, jetzt bin ich raus. Weißt du, es gab diesen Jungen bei der Arbeit, Craig. Wir hatten immer diese ewigen anstehenden Gewerkschaftsverhandlungen. Die ganze Nacht lang. Irgendwann kam immer alles zum Stillstand. Alle hatten riesen Hunger, aber die Restaurants waren schon geschlossen. Deshalb habe ich Craig auf diese endlosen 24-stündigen Einkaufstrips geschickt. Die Einkaufstrips. Dabei setze ich unmögliche Dinge wie Safran, Rouge und sogar Anis auf seine Einkaufsliste. Irgendwann so gegen 2 Uhr in der Früh. Und das Ziel war es, die besten Koteletts der Welt zuzubereiten. Eine Mahlzeit für alle. Für beide Verhandlungsseiten. Und die erhitzten Gemüter zu kühlen und die knurrenden Mägen zu beschwichtigen. Ersteres hat nicht immer geklappt, aber immerhin wurde jeder satt. Ich weiß nicht, wie er es angestellt hat, aber Craig brauchte immer alles von meiner Liste. Im Scherz hatte ich ihm gesagt, dass er vielleicht bei Leuten einbrechen müsste, um alles zu finden. Meine Güte, vielleicht hat er das tatsächlich getan. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, Keimling. Es hat wie damals geschmeckt. Auf dich und Craig. So, haben wir die Quest auch erfüllt? That's beautiful. Ja, ich schränke das schon ein wenig ein. Ich brauche nicht so viel. Aber ganz ohne mag ich dann auch irgendwie nicht. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ich esse auch schon sehr viel ohne Fleisch. Gerade eben wegen auch meiner Partnerin. Weil die ja auch auf Fleisch verzichtet. Und weil ich halt, wie gesagt, einfach zu faul bin, immer auf unterschiedliche Sachen zu kochen, koche ich dann eben meistens einfach fleischlos. Aber hin und wieder gibt es dann bei mir schon mal was. Weil so der gänzliche Verzicht fällt mir tatsächlich schwer. Hin und wieder habe ich dann einfach Appetit. Aber ich versuche das wirklich für mich persönlich so einzuschränken, dass ich sagen kann, okay, das kann ich vertreten. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste. Aber das sage ich ja jedes Mal, wenn es zu diesem Thema kommt, zu diesem Thema Essen und wie man sich zu ernähren hat. Das ist eigentlich einfach, das Wichtigste ist, glaube ich, sich nichts zu verwehren, was man nicht will. Aber trotzdem alles in Maßen zu genießen. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich einfach, dass wir überkonsumieren heutzutage viele Dinge. Aber dafür gehe ich ja zu meinem Dorfmetzger, der zumindest seine Tiere im Stall immer kontrolliert. Da bezahle ich gerne mehr für. Ja, das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache. Also, in Anführungsstrichen eine schöne Sache. So. Ist ja immer trotzdem alles immer ein bisschen umstritten, das Thema Schlachterei und so weiter. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen mit der Diskussion, mit der Unterhaltung. Oder mit der Debatte, wie Maddy sagen würde. Und ich finde es einfach gut, wenn die Leute anfangen, bewusster zu essen und bewusster zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch generell einfach der Way to go. Dass einfach dieser Überkonsum nicht mehr dazu führt. Also, wenn der Überkonsum nicht wäre, würde ja auch die Überproduktion nicht so krass sein. Denke ich zumindest. So. Gut, als nächstes fahren wir dahin. Erkunden erstmal die ganzen Inseln hier. Aber Thema Essen ist ja generell so ein sehr schwieriges, wo die Leute sich sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Wenn irgendwas mal nicht so ist, wie es nach ihrer Nase geht.
Ich würde gerne einen Salat machen oder so. Probieren wir das mal so. Gucken, was daraus wird. Ich finde es auch klasse, dass sie den Mais und den Salat einfach in den Ofen knallt. Und dann halt alles kocht. Und am Ende kommt wahrscheinlich trotzdem Salat raus. Finde ich gut. Ja, ist immer schwierig. Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Also ich persönlich finde es nicht schwierig, über dieses Thema zu reden. Das liegt aber daran, dass ich ein diskussionsfreudiger Mensch bin und nach einer Diskussion trotzdem einfach in Ruhe, normal und ohne nachtragend zu sein, mein Leben weiterführen kann. Aber viele Leute können das nicht. Das ist ja, glaube ich, das große Problem, was wir eigentlich haben, dass viele Leute nicht bereit sind, diese Diskussion zu führen, weil sie nicht dazu in der Lage sind, danach einfach vielleicht ein bisschen reflektierter ihr Leben weiterzuleben und trotzdem aber ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können, ohne sich eben auf den Schlips getreten zu fühlen, nur weil man jetzt gerade mal eine Diskussion über dieses Thema geführt hat. Ja, das ist ja das, was ich schon immer sage. Diskussion ist ja leider heutzutage irgendwie so schlecht konnotiert als Wort. Dabei ist eine Diskussion eigentlich nichts Schlechtes. Oh, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst, was er gesagt hat. ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Was? Oh, er hat mir Erdbeeren gegeben. Okay, dankeschön. So, also ich persönlich finde, dass ein Diskurs oder eine Debatte eigentlich auch immer sehr unterhaltsam ist und einen auch weiterbringt, weil ja, man lernt halt immer dazu. Also man lernt die Ansichten anderer Leute kennen, man lernt vielleicht manchmal Dinge, die man selber gar nicht wusste. So eine Diskussion bringt einen eigentlich immer weiter. Man wird nicht dümmer dadurch. Aber ja, die Leute freuen sich halt davor, was sehr schade ist. Oh, hier gibt es nochmal Erdbeeren. Nice. Es gibt halt Menschen, die versuchen, einem die Meinung aufzudringen. Das finde ich schwer. Ja, das ist immer problematisch. Ich lasse mich gerne aufklären. Aber wenn ich dann als Argument nur bekomme, du bist schuld, dass Schiere sterben, dann gehe ich halt. Ja, das ist halt so, auf dieser Basis kann man halt keine Diskussion führen. Wenn man vom Fleck weg einfach nur verurteilt wird für etwas, das führt ja nicht weiter. So, also eine Diskussion darf natürlich nie auf der Basis von irgendwie einer Verurteilung stattfinden, sondern man muss sich natürlich schon irgendwie auf gleicher Höhe begegnen und bereit sein, auf beiden Seiten auch auf gleicher Höhe die Diskussion zu führen. So, Schaf, komm mal mit. Kann ich dich jetzt auf mein Schiff mitnehmen? Cool, ich kann das Schaf tatsächlich mitnehmen. Und jetzt? Ist es hier auf meinem Boot oder wie? Ja, wo ist es? Obwohl ich da auch offen bin. Ich habe eine Veganerin im Freundeskreis und die kocht super leckere Sachen. Und sie belehrt mich nicht, sondern zeigt mir einfach Alternativen. Das finde ich klasse. Genau, so muss es funktionieren. Sowas mache ich zum Beispiel auch. Also ich stelle mich jetzt auch nicht hin und sage, oh, du böser Fleischfresser. Sondern ich mache das halt auch. Ich koche ja sehr viel vegetarisch oder stellenweise eben auch vegan. Je nachdem, wie es sich halt für mich eben ergibt, was ich gerade Lust habe, so zu probieren. Und ich probiere ja wirklich gerne und viel. Und und freue mich dann, wenn ich den Leuten zeigen kann, hey, das ist gar nicht so schlecht. So, das kann auch sehr lecker sein. Ich habe zum Beispiel auch früher hatte ich immer ganz große Probleme mit Tofu. So, weil Tofu für mich immer so ein sehr schwieriges, also ich persönlich hatte nicht das Problem damit, sondern die Zubereitung ist mir schwer gefallen von Tofu. Und habe dann aber ein bisschen damit geübt und habe jetzt halt festgestellt, dass man Tofu richtig nice verarbeiten kann. Dass das ein richtig schöner, ja, auch Fleischersatz sein kann. Und habe jetzt auch schon vermehrt Leute dazu gebracht, das zu mögen. Einfach weil ich gelernt habe, es gut zuzubereiten.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn, Monique? Was fällt dir denn auf? Er hat schon wieder eine Hungerquest. Okay. Dass er wie immer nur über Essen spricht. Ich glaube, du musst mal einen Stream zum Thema Essen machen. Ja, das ist ja Standardprozedere hier, dass wir über Essen uns unterhalten. Aber wie gesagt, das ist auch das, was ich jedes Mal sage. So, Essen ist ein Thema, da kann jeder mitreden. Und da will auch immer jeder mitreden. Weil da hat jeder eine Meinung zu. Das ist immer so eine der wenigen Sachen, wo einfach jeder eine Meinung hat. Viele Leute nehmen sich ja zum Beispiel dann eben auch raus bei bestimmten Diskussionen, weil sie einfach nichts dazu sagen können oder nicht wollen, weil sie sich nicht thematisch zugezogen fühlen. Aber bei Essen geht das nicht. Genauso wie bei Trinken. Wir könnten auch eine Diskussion übers Atmen führen zum Beispiel. Da könnte auch jeder mitreden. Oh, wie finden Sie Atmen, junge Dame? Ich weiß, dass ich in letzter Zeit oft um etwas gebeten habe. Ich habe nun meinen großen Appetit. Der passt gut zu meiner Liebe für leckeres Essen. Aber weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Ein Eimer voll gebratenen Hühnchen. Was? Was ist mit ihm? Das würde Erinnerungen wecken. Das beste Essen wird nämlich eimerweise serviert. Kochen klingt manchmal echt schwierig. In diesem Fall ist es aber kinderleicht. Gebratenes Hühnchen, will unser lieber Onkel. Ich finde es so irritierend, dass er einfach ein Frosch ist, der übelst Bock auf Fleisch hat. Das irritiert mich total. Da dann die Frage, was gibt es heute Leckeres zu essen? Also bei mir gibt es nachher Kürbissuppe. Also nach dem Stream stelle ich mich in die Küche und mache Kürbissuppe. Ich wollte eigentlich gebackenen Kürbis machen. Aber irgendwie ist mir jetzt doch mehr nach Suppe. Ich mag ihn ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Er ist schon... auch er kommt meinem Spirit Animal sehr nahe. Aber ich glaube, so Thema Essen sind wir alle sehr... freudig. Essen ist ja auch einfach ein schönes Thema. Meistens jedenfalls. Wenn man sich nicht gerade in einer Diskussion verstrickt, weil irgendjemand einen wegen seiner Essgewohnheiten verurteilen will.